Moin ihr Figuren, durch diesen herzlich willkommen zurück bei Chris-tainment. Heute reisen wir zurück, und zwar 20 Jahre zurück. 20 Jahre ist schon krass. Clone Wars, 20 Jahre Jubiläum mit zwei Figuren, Arc Commander Cold und Arc Commander Havoc. Hier haben wir unseren Havoc. Und da haben wir unseren Cold. Ich weiß, ich kann jetzt schon sagen, die sind einfach nur cool. Es sind Trooper im weitestgehenden Sinne. Und ich bin sehr, sehr, sehr gespannt, die auszupacken und euch zu zeigen. Ich freue mich da richtig drauf, wirklich. Ich darf die endlich auspacken. Vielen Dank nochmal an Hasbro, dass ich die Sachen hier bekommen habe und euch zeigen darf. Und deswegen fangen wir auch direkt los an. 63 Grad, los geht's. 20 Jahre Clone Wars, Arc Commander Cold auf Karte von Kenner. Ja gut, von Hasbro wisst ihr ja, aber wie immer auf einer Vintage gehaltenen Karte, dieses Mal 20 Jahre Clone Wars Anniversary Version, und hinten sehen wir dann wieder 8 verschiedene Charaktere, unter anderem ein paar Klontrooper, Biker Scouts, Imperial Offizier und natürlich ein Clone Phase 2 Trooper. Und weil uns das ja natürlich interessiert, packen wir den jetzt aus und gucken, was der alles kann. Ich freue mich sehr. Clone Arc Commander Colt mit seinem roten Pauldron und Abzeichen, Farbgebung, sehr cool. Helmlackierung finde ich auch mega. Dieselben Waffen natürlich wie auch der Clone Commander Havoc. 2 DC Blaster, DC Heavy Blaster und Repeater. Ihr könnt auch hier eben den Blaster, das Blastergewehr an den Rucksack anbauen. Der Ragefinder ist auch einklappbar. Und natürlich ist der Helm aufsetzbar, oder ihr könnt den Helm aufsetzen. Und das gucken wir uns jetzt mal an. Ne? Also wir haben hier die Möglichkeit, den Helm einfach aufzusetzen. Jetzt ist der Ragefinder hinten gekippt. So, zack, Ragefinder. Gewehr bzw. Blaster könnt ihr hinten an das Backpack einfach ranklippen. Das hält auch super. Pistolen sind geholstert und der große entweder in die Hand geben oder einfach schultern lassen. Geht natürlich auch. Zu den Bewegungspunkten brauche ich nicht viel sagen, sind genau dieselben wie bei Havoc auch. Aber ich finde die Figuren richtig gut. Das Ding ist bei mir der Maßstab. Ich darf damit nicht anfangen. Aber sind echt gut gemachte Figuren. Die sind richtig schick. Vintage Collection 274, der Clone Commander Havoc aus der Clone Wars 20 Years Anniversary Edition auf Retro-Karte oder ja, Vintage Collection-Karte. Ihr seht unten auf der Rückseite das Hasbro-Logo, in der Mitte 8 verschiedene Charaktere, die ihr noch bekommen könnt in dieser Serie, und auf der Vorderseite seht ihr immerhin noch das alte und coolere Kenner-Logo. Und ich bin gespannt, wie er aus der Packung aussieht. Mit seinen DC-17 Handblaster, seinen DC-15A Blaster Rifle und natürlich dem DC-15S Heavy Repeating Blaster wandelt das Waffenarsenal. Zudem könnt ihr natürlich den Helm auf- und absetzen und ihr könnt den Ragefinder natürlich auch noch bewegen. Also für so eine kleine Figur richtig viel Möglichkeiten, die ihr da austoben könnt oder ausleben könnt. Und wir schauen jetzt mal mit Helm an und was das so geht. Jetzt werde ich mal zeigen, was das alles funktioniert. Also wir haben natürlich, wie gesagt, die beiden Pistolen. 2, dann das Gewehr, dann haben wir hier den Blaster. Der Helm ist abnehmbar, ihr könnt den, wie gesagt, den Ragefinder könnt ihr hoch und runter machen, das geht auch ohne Problem. Bewegungspunkte, ihr könnt natürlich den Kopf, könntet ihr abmachen, wenn ihr wollt. Das ist ein Teil, also ihr habt quasi den Rucksack und das Pauldron ist ein Set. Auch recht flexibel, das geht einfach. Und zum Bewegungspunkt natürlich Schultergelenk wie immer. Dann haben wir Ellbogengelenk und ihr könnt die Hände bewegen. Kugelgelenk vom Oberkörper, vor, zurück. Beine vor und zurück. Ein bisschen hinderlich wegen seinem Waffenrock, aber natürlich auch Kniegelenk sehr weit und die Füße könnt ihr auch bewegen. Also die gleichen Bewegungspunkte, die man bei jeder Vintage Collection Figur erwarten kann.
Nur eben, dass es hier ein Klontrooper-Commander ist, ein ARC-Trooper. Und deswegen nochmal ganz cool ist. Zumindest mit Helm. Sehr schick. Gefällt mir. Sehr gut. Das sind die beiden Klon-Commander Havoc und Colt. Oder ARC, die ARC, RAC-Commander Havoc und Colt. Ich kann leider nicht anders sagen, als dass ich viel geil finde. Das sind ja wandelnde Waffenarsenale. Ich meine, ihr habt 4 Waffen pro Figur. Und ihr könnt die fast alle holstern. Also das große Gewehr natürlich nicht. Aber ansonsten, der DC-Blaster, die DC-Pistolen, könnt ihr beide in die Seitentaschen bzw. in die Holster stecken. Hinten an den Rucksack könnt ihr den DC-Blaster klemmen. Finde ich gut. Die Helme abnehmen, den Ragefinder benutzen. Für die Größe, die Beweglichkeit, Hammer. Richtig, richtig klasse. Also ich finde die richtig gut. Echt starke Figuren. Aber es sind ja Trooper. Ich bin ja sowieso voreingenommen, könnte man jetzt meinen. Neutral gesagt, gut gemachte Figuren. Schöne Beweglichkeit, schönes Zubehör, gute Bemalung. Und ich werde sie mir auch ins Regal stellen, weil es Trooper sind. Genauso mache ich das. Richtig. Ihr werdet sie irgendwann hier hinter mir irgendwo sehen. Was ist denn eure Meinung zu den Clone Wars Troopern? 20 Jahre Clone Wars, das ist schon 20 Jahre her. Oh, krass. Eure Meinung gerne unten in die Kommentare. Ich freue mich sehr und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Bis dahin, entspanntes Tschüssikowski und stay nerdy. Ihr Figurensuchtis.